die Bewegungsdarstellung hingewiesen. Punkt. Auch in einem allgemeineren Sinne wird Rhythmus als ein zentrales Mittel künstlerischer Artikulation verstanden. Punkt. Zunächst für den Bereich von Musik, Theater und Literaturwissenschaft angewandt, fand der Begriff mit dem Auftreten psychophysischer / wahrnehmungspsychologischer Erklärungsansätze auch Eingang in die Interpretation von bildender Kunst, Plastik und Architektur. Für den Bereich der bildenden Kunst ein untergeordnetes Geschäft.
Gestaltungsmittel, Komma, da es hier in der Regel nicht nötig ist, Thema Variation.